Herzlich willkommen zurück zum wahrscheinlich großen Finale im dritten Szenario. Ich glaube, lange wird das hier nicht mehr dauern. Ich habe mir jetzt die Last aufgebürdet, die angekommenen Lords der zweiten Gruppe aufzunehmen. Die haben mir jetzt leider viele, viele Kranke beschert und jetzt habe ich die Aufgabe, innerhalb von 2 Tagen 135 Menschen zu heilen. Das Ganze ist jetzt ein bisschen heftig. Ich habe aber Folgendes vor. Es gibt das Triage-Gesetz. Damit werden sofort 2/3 aller Patienten geheilt und ein Viertel stirbt. Ist natürlich ein relativ hoher Preis, sage ich jetzt mal. Bei 100 Personen, dass da 25 sterben. Aber somit kann ich die Aufgabe wohl meistern. Denn ich habe die Vermutung, je mehr Lords ich auf meiner Seite habe, desto mehr Chancen habe ich dann später gegen Lord Graven, der noch auftauchen wird, früher oder später jetzt dann. Hier bauen wir noch Baracken hin. Das Dampfzentrum kommt dann natürlich diesen Baracken auch zugute. Da eine Straße oder wie? Nee, gell? So muss man das jetzt machen. Ja, jetzt passt es, glaube ich. Genau, also das Dampfzentrum wird ja dann natürlich auch diesem Baracken hier zugutekommen. Das Dampfzentrum muss aber erst noch erforscht werden. Hier wird es auch Gott sei Dank nochmal wärmer um eine Stufe. Und jetzt sind wir bei Tag 20 angekommen. Wir können kein neues Szenario freischalten, denn im Moment gibt es leider kein neues. Aber ich denke, das ist doch jetzt erstmal eh egal. So, da tun wir ein paar Ingenieure rein. Und ja, machen wir hier mal jetzt die Heizung an, damit die Leute auch geheilt werden können. Damit da die Chance besteht überhaupt. Jetzt kommt ja gleich dann das Dampfzentrum dazu. Dann kann ich mir vielleicht auch die Heizung an der einen oder anderen Stelle sparen. Gefährliche Gerüchte. Captain, einige Einwohner verbreiten wilde Geschichten über die kranken Lords. Sie sagen, die Krankheit sei ansteckend und dass wir bald ebenfalls krank werden, wenn wir uns nicht von ihnen fernhalten. Ignoriert die Gerüchte, würde ich jetzt auch sagen, denn ich habe keine andere Wahl. Erstmal, da hätte ich vorher noch die Glaubenshüter bauen müssen oder das Gesetz erlassen müssen, dass ich die überhaupt bauen kann. So muss ich jetzt halt einfach mit dieser Entscheidung da leben. Und wie schaut's denn jetzt hier aus mit dieser Straße hier? Ich krieg das gerade schon wieder nicht so richtig auf die Reihe, glaube ich, mit den Straßen. Meine Speer sind derweil angekommen am Lager. Dort finden wir wohl Rohnahrung und Holz. Das Durchsuchen des Lagerhauses brachte Aufzeichnungen über die Lieferungen der Fischereien beim See zutage. Einige Seiten waren herausgerissen. Der letzte Eintrag lautet: Wir wurden verlassen. Ich sammle alleine meine Männer und begebe mich zum Hauptlager, bevor uns der Fisch ausgeht. Wir entdecken also jetzt eine Konservenfabrik und ein Fischerdorf. Und das Fischerdorf hört sich doch vielleicht ganz gut an. Da könnte nochmal Nahrung zu finden sein. So, welches Gebäude ist hier? Ah, das ist das Zelt, okay. So, die Forschung der Dampfzentren geht endlich auch in die nächste Runde. Und jetzt kriegen wir die letzte Meldung. Eine weitere Gruppe von Lords marschiert in unsere Richtung. Die werden in einem Tag und 18 Stunden hier aufschlagen. Bis dahin also haben wir jetzt noch Zeit, unsere eigenen Lords hier, uns um die eigenen Lords zu kümmern. 5 von denen habe ich schon geheilt. Schauen wir mal, was noch geht. Hier kommen ein paar Dampfkerne zurück. Sehr cool. Da können wir noch mal ein paar Automatone bauen. Ich bin ein Riesenfan von diesen Automatonen geworden. Die sind echt nicht schlecht. Super hilfreich auf jeden Fall. Und jetzt könnten wir... Wie schaut es denn mit der Nahrung eigentlich aus? Könnte ich es mir erlauben? Nein. Essensration Gewinn 0, Verbrauch 417. Ich müsste also überlegen.
Ah, weil das Speisehaus arbeitet nicht. Klar. Müssen wir beheizen. Erst dann arbeitet es. Was für Konsequenzen hat das für die Kohle? Okay, wir würden noch machen wir einen Plus. Und es reicht für einen Tag und 14 Stunden. Captain, die Lords, die vor kurzem angekommen sind, haben uns von einem Sendemast berichtet, den sie unterwegs sahen. Vielleicht wird er von einem Dampfkern angetrieben. Ja gut, Dampfkerne kommen ja jetzt Gott sei Dank genügend. Haben hier 4 Stück in 1 Tag und 7 Stunden. Vorher komme ich eh nicht ran. So, Dampfkern, werd jetzt mal hier fertig bitte. So, sehr schön. Dampfzentrum übrigens, nicht Dampfkern. Dampfkerne können wir ja nicht bauen. Aber das Dampfzentrum. So, wenn wir das jetzt platzieren. Machen wir das so, dann wäre. Dann ist das Treibhaus nämlich auch noch dabei. Sinneswandel. Sir, wir haben von einem weinenden Mann im Tempel aufgefunden. Also, Sir, wir haben einen weinenden Mann im Tempel aufgefunden. Wir sind zu ihm gegangen und haben gefragt, ob er Hilfe braucht. Er sagte, dass er sie sehen wollte. Ich dachte, mein Glaube sei vor langer Zeit gestorben, Sir, zusammen mit meiner Frau und meinen Töchtern in London. Ich habe keinen Sinn in unserem neuen Leben und unserem Überlebenskampf gesehen. Aber heute, als ich den Tempel betrat, sah ich eine Zukunft für uns. Jetzt bin ich bereit, mich ihr zu stellen. Das freut mich zu hören. Haben wir wieder jemandem einen Lebenssinn gegeben? Das freut mich wirklich sehr zu hören. So, die Zelten, wollte schon sagen, den Zelten, nein, den Baracken geht es jetzt deutlich besser. Wie schaut es mit unseren Kranken aus? 21 konnten wir jetzt schon heilen, das ist eigentlich eine gute Zahl. Schauen wir mal, wie lange wir für die anderen noch brauchen. Wir können derweil mal überlegen, was als nächstes geforscht wird. Heizkörpereffizienz, Generatorleistung oder Dampfzentrum Reichweite sind alles sehr interessante Sachen. Oder die Speisehaus-Wärmedämmung. Schauen wir mal ganz kurz. Jetzt wird es eh erstmal eine Stufe wärmer, also könnte ich darauf vielleicht kurzzeitig noch verzichten. So, Optimierung des Kohleabbaus interessiert mich eigentlich auch nicht. Eigentlich wollte ich ja hier weiter forschen, gell? Damit ich an hier so ein paar nette Sachen rankomme. Und auch hier für das Wärmedämmung fürs Gesundheitswesen, das wäre natürlich auch. Oder und Treibhauswärmedämmung wäre auch cool. Ne, dann machen wir jetzt Differenzmaschine. Heben wir mal die Forschung aufs nächste Level. Und in einem Tag und 11 Stunden kommen schon die nächsten Lords an. Etwas früher kommen unsere Dampfkerne an und unsere Rohnahrung mit Holz kommt auch früher an. Gott sei Dank. So, Baracke, die sind nicht so gut beheizt, aber wir können ein neues Gesetz erlassen. Schauen wir mal, welches. Wir können jetzt hier Rechtschaffene denunzieren. Es können zudem kleine Mengen an Rohstoffen entdeckt werden. Mindert gelegentlich die Unzufriedenheit und gelegentlich werden kleine Mengen an Rohstoffen wiedererlangt. Die Unzufriedenheit steigt aber, oder? Was wir auch tun können, Triage. Hoffnung sinkt, Unzufriedenheit steigt. Nehmen wir das mal mit für den Fall, dass wir kurz vorm Ende noch zu viele Kranke haben, dann werde ich wohl das Triage, die Triage einführen. Kostet ein paar Menschenleben, ja, aber rettet viele, viele andere. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich die Unzufriedenheit wieder im Griff kriege. Akuter Handlungsbedarf. Ich eröffne sofort ein Krankenhaus. Für 2 Tage hätte ich Zeit. Oder du hast 3 Tage Zeit, um ein Drittel der Kranken zu heilen. Nehmen wir das hier. Denn das deckt sich so ziemlich mit dem oben, mit der Triage, weil ein Krankenhaus kann ich zurzeit nicht bauen. Das dauert noch über einen Tag, bis auch die Dampfkerne ankommen.
Derweil sind meine Spieler beim Fischerdorf angekommen. Und dieses Dorf sollte unsere Stadt eigentlich mit Essen versorgen. Das Fahrzeug hat einen zerbrochenen Eisbohrer transportiert, dazu verwendet werden kann, um Löcher ins Eis zu bohren, damit man fischen kann. Wir können ihn entweder reparieren, um hier einen Außenposten zu errichten, oder ihn zerlegen, um einen Dampfkern zu erhalten. Ich schlage vor, zerlegen, denn ein Außenposten-Team ist eigentlich nicht mehr vorgesehen. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit wir noch haben, also ich glaube tatsächlich, allzu lang kann es nicht mehr gehen und bis jetzt geht es uns ja eigentlich ganz gut hier. Ne? Außenposten-Team kostet im Teil außerdem gut. Menschen hätte ich auf jeden Fall genügend zur Verfügung eigentlich, aber ich müsste das auch erstmal hier erforschen, das Außenposten-Team, das wäre hier. Gucken wir mal, vielleicht überlege ich es mir mal noch. Auf jeden Fall einen Dampfkern brauche ich, um für ein weiteres Krankenhaus zu sorgen. So, Unzufriedenheit ist leider gerade noch recht hoch. Wir haben auch noch einige Obdachlose. Ein feiger Angriff. Captain, einige kranke Lords wurden von Unbekannten angegriffen und brutal zusammengeschlagen. Einer von ihnen musste sich einer Amputation unterziehen. Die Angreifer beschuldigten die Lords, eine unheilbare Krankheit zu verbreiten. Jetzt liegt es an uns, 50 Einwohner zu behandeln. Und ich glaube, mit den bisherigen Kapazitäten, die wir haben, wird das schwierig. Aber jetzt gucken wir mal. Die Triage wäre eine letzte Option für uns. Aber ja, es wird nicht so vorbei. Ich brauche auf jeden Fall nochmal Krankenhäuser. Könnte auch eine Sanitätsstation bauen, aber die bringt mir nicht so viel. Die hat nicht so viel Platz und wow, jetzt werden aber eh richtig viele krank. Das ist... Also Leute, das geht so nicht. Ne? Eigentlich hätte ich jetzt, bräuchte ich jetzt irgendwas, wo ich die dann bestrafen kann, um ihnen zu zeigen, hey Leute, so geht's jetzt aber echt nicht. Jetzt werden so viele Leute krank. Jetzt wird es erstmal Gott sei Dank wärmer. Und ein Dampfkern ist jetzt auch in der Stadt angekommen. Das heißt, wir können ein Krankenhaus bauen. Ursprünglich wollte ich ja ein Automaton bauen, aber zugunsten der Kranken lasse ich das jetzt. Baue einfach ein neues Krankenhaus auf. Was ist euer Problem? Geschlossen zu dieser Tageszeit, das sind die Jagdhütten und bei dir ist das Rohstofflager einfach voll. Okay, akzeptiert. Hier haben wir ein paar Ingenieure. Jetzt schauen wir mal, wo wir vielleicht noch Ingenieure abwerben können. Oder schaut. Ja, okay, wir können hier erstmal die aus der Fabrik rausziehen. Wir bauen ja zurzeit eh nichts. Macht's also keinen Sinn. Und die hier kann ich abschalten tatsächlich. Brauche ich nicht mehr. Dasselbe dürfte auch für Speisehaus gelten. Ja, ist okay. Und für die Sanitätsstation. Denn es ist ja gerade um eine Stufe wärmer geworden. Es wird aber in 2 Tagen dann schon wieder etwas kälter. So, das Team hier ist noch da. Das können wir noch zur Radioantenne. Also zur vermeintlichen Radioantenne bringen. Also ist ein Radiomast ja hier hinten. Schauen wir mal. Und ja, wir haben noch 10 Stunden Zeit, um uns um die Lords zu kümmern. Mit dem zweiten Krankenhaus schaut schon ein bisschen besser aus. Eine Danksagung bezüglich der Automatone. Sir, ein Ingenieur möchte Sie sehen. Er hat einen Brief von seinem Team für Sie. Meine Arbeiter wollten, dass ich Ihnen das überbringe. Es sind einfach Leute. Es liest sich also wie schlechte Poesie. Aber der tiefe Sinn ist, Sie wollen sich bedanken. Der Anblick dieses Automatons, der unermüdlich in der unmenschlichen Kälte arbeitet, in der sie vorher geschuftet und gelitten haben, ist etwas, für das es sich zu leben lohnt. Ja, das sehe ich eigentlich genauso, ne? Warum eigene Menschen riskieren, wenn man doch Maschinen hat, die das für einen machen können. Klar, die Maschinen können das, glaube ich, auch nicht ewig. Irgendwann würde es für die auch zu kalt werden, ist ja klar.
Und wir forschen jetzt hier, dass die Einwohner schneller geheilt werden. Ich muss jetzt hier immer links das hier unten im Auge behalten, die Quest. Bezüglich der Kranken, die in 7 Stunden und ja, sagen wir mal 7 Stunden fertig ist. Ich hoffe, bis dahin können wir noch einige retten. Ansonsten bleibt nur noch der letzte Ausweg, die Triage. Und ich glaube, ich muss die Triage benutzen. Das könnte jetzt einigen Menschen, vor allem Arbeiter, wahrscheinlich das Leben kosten, aber leider vielleicht auch einigen Kolonien. Unterkünfte beheizen. 13 kalte Unterkünfte. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich die heizen könnte. Wir können es ja mal probieren. Es geht wohl vorrangig um die Zelte. Ja, es dürfte wohl um die Zelte gehen. Da könnten wir aber, denke ich, mit dem Overdrive oder einer weiteren Dampfstufe was machen. So, jetzt sind aber erstmal meine Ingenieure wieder da. Meine Speer, Entschuldigung. Mit meinen Dampfkernen, aber darum Ingenieure, weil ich auf Dampfkerne gekommen bin. Könnten jetzt, was machen wir denn jetzt? Hier haben wir eine Konservenwerkstatt, ein zerstörtes Fahrzeug und eine Pistenwalze. Schicken wir sie mal dahin. Ich weiß gerade sonst nicht, wo ich die sonst... Also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, da muss ich unbedingt hin. Die Lords behandeln, ist klar. Das werde ich nicht mehr rechtzeitig schaffen. Ich muss die Triage machen. Die Hoffnung steigt an und ich habe die Missionen geschafft. Dafür steigt die Unzufriedenheit aber ein bisschen. Aber dem beuge ich jetzt vor, indem ich jetzt upgrade auf ein paar Häuser. Oh Mann, ich muss da immer nachdenken, was ich tue. Weil die wären ja obdachlos kurzzeitig. Gut, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich ein paar Automatone, die das übernehmen könnten ein bisschen. So, 6 Häuser habe ich schon mal abgegradet. Im Laufe des nächsten Tages grade ich dann nochmal ab. Lord Raven kommt. Captain, noch eine Gruppe der Lords ist unterwegs hierher. Gerüchte zufolge ist Lord Raven unter ihnen. Der Lord, der befahl, auf unsere Schiffe zu schießen. Unsere Einwohner sind ungerührt. Bisher sind wir mit den Lords hier zurechtgekommen. Wir werden uns auch um diesen kümmern. Auf die eine oder andere Weise. Oh, es geht wohl um diesen Lord, der jetzt in 3 Viertelstunden hier auftaucht. Dabei tun wir ein bisschen was, um die Unzufriedenheit nochmal ein bisschen zu reduzieren. Und ja, 30 Obdachlose hätte ich noch. Es sind ein paar gestorben, darunter wohl leider auch einige wenige Ingenieure. So, hier bräuchte ich noch 2 Ingenieure. Wo habe ich denn sonst noch welche? Hier in dem Sanitätshaus. In der Werkstatt. Dem Sanitätshaus. Ich kann so gerade keinen weiteren entbehren. Leider. Ich bin ganz aufgeregt, was mit Lord Craven ist. Das wird jetzt richtig spannend. Erstaunlicherweise habe ich übrigens auch keine Probleme mit Kohle. Das läuft wieder wie geschmiert, also das ist die Überlegung wert. Im ersten Szenario, glaube ich, könnte das genauso gut funktionieren, wenn man da einfach genauso schnell vorwärts arbeitet wie hier. Also das war ja das andere Problem im ersten Szenario. Ich glaube, ich war viel zu langsam auch unterwegs mit dem Bauen einiger Sachen. Wenn wir einfach mal gucken hier, ich habe hier 400 Einwohner und die Stadt ist jetzt schon größer, als es die im ersten Szenario überhaupt war. Das sagt schon viel aus, eigentlich. Ja, so. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe keine Automatone zur Verfügung. Geforscht wird auch gerade. Wo kann ich Ingenieure abziehen? Egal, wir haben ein anderes Problem. Lord Craven ist hier. Captain, mehr als 40 Kinder, die von einigen Männern geführt werden, haben sich vor unserer Stadt versammelt. Sie wollen herein. Aber Lord Craven befindet sich auch unter ihnen. Was sollen wir tun? Lasst sie herein, ich werde die sozialen Unruhen eindämmen
Die Unzufriedenheit steigt an, die Hoffnung sinkt. Oder schickt sie weg. Was würdet ihr tun, wenn vor eurer Tür einer steht, der auf euch den Befehl zu schießen gegeben hat und jetzt steht er plötzlich da und braucht eure Hilfe? Ich weiß nicht, vielleicht hat ihn die Situation zur Besinnung gebracht oder so. Lasst sie rein. Ja, nehmen wir sie doch mal auf, oder? Nehmen wir sie mal auf. Schauen wir mal mit den sozialen Unruhen. Uiuiui, das sind natürlich wieder viele Kranke, viele Obdachlose, die dabei sind. Lord Craven, machtlos und fängstig. Einige Lords führen eine große Gruppe von Kindern in die Stadt. Lord Craven ist unter ihnen. Er schaut sich um, sichtbar verängstigt. Er hat all seine Macht verloren und ist auf die Gnade unserer Einwohner angewiesen. Die Kinder sind ungewöhnlich still, die meisten von ihnen sind Waisen, sagt einer der Lords, der sie hergeführt hat. Klassenkonflikt lösen. Die alten und neuen Feindseligkeiten zwischen den Lords und unseren Einwohnern machen das Zusammenleben äußerst schwierig. Um die Zukunft unserer Stadt zu sichern, müssen wir die sozialen Unruhen schnell eindämmen, bevor die Situation eskaliert. Wir haben jetzt 3 Tage Zeit. So. Jetzt steht hier, bleibe mindestens einen Tag lang Anführer. Das ist wohl kein Problem. Halte die Hoffnung über 50% und halte die Unzufriedenheit unter 25%. Oh, das wird noch eine spaßige Angelegenheit, denke ich. Wie gesagt, wir haben hier viele, viele... Jetzt bauen wir erstmal unsere eigenen Zelte aus. 3, 4, 5, 6, 7. Dann hätte ich die Aufgabe hier unten geschafft. Und jetzt müsste ich nochmal viele, viele Obdachlose betreuen irgendwie. Eieiei. Also mit der Hoffnung... Ja gut, der Tempel würde uns da, denke ich, schon auf jeden Fall helfen. Du hast 2 Tage Zeit, um 100 Einwohner eine Unterkunft zu bieten. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Mit 200, das weiß ich nicht. So. Jetzt haben wir erstmal das hier Problem hier gelöst. Die Lords bitten um Hilfe. Captain, eine große Gruppe der Lords hat sich am Generator versammelt. Sie flehen sie an, die anderen in die Stadt holen zu dürfen. Unsere Freunde und Verwandte verhungern und erfrieren da draußen. Bitte erlauben Sie uns, sie herzubringen. Okay. Ich habe wohl keine andere Wahl. Ich muss sie aufnehmen. Was die Situation noch verkompliziert eigentlich. So, diesmal muss ich aufpassen, dass ich bevor die Temperatur nach unten geht, den Overdrive aktiviere, damit ich diese Mission vielleicht endlich irgendwann einmal schaffe oder geschafft habe. Das ist also oberstes Ziel. Anderes Ziel ist jetzt eigentlich noch mehr Baracken aufzubauen, damit wir einfach noch mehr Platz haben für die Leute. 40, bauen wir hier vielleicht rasch noch eine Straße hin. Und hier irgendwo werde ich wohl dann einen Dampfzentrum aufbauen. Ich will immer Dampfkern sagen, aber es ist ein Dampfzentrum, das ich aufbauen möchte. So. Damit ich die Wohnungen dann hier auch entsprechend beheizen kann. Denn wir machen eigentlich macht unsere Stadt, also meine Stadt, ein recht gutes Plus. So, hier stellen wir das dahin. Dann sollte sich das auch geben wieder. Habe ich jetzt Ingenieure? Jawohl, dann machen wir doch hier gleich einen Automaton fertig. Das Krankenhaus tun wir wieder voll besetzen, die Werkstatt voll besetzen. Und dann schaue ich mal, dass ich jetzt hier vielleicht noch das eine oder andere im Gesetz irgendwie unterbringe, das mir noch helfen kann. Schutz. Alle fühlen sich mit einem Dach über den Kopf erleichtert, selbst dann, wenn es klappert. Die Hoffnung steigt. Sehr schön. Schon mal der erste Schritt zum Ziel getan. Jetzt kommen wir hierher. Rechtschaffene Denunziation.
Oder die Glaubenshüter. Nee. Warte mal. Ich will was machen, um die Unzufriedenheit zu senken. Und da könnte mir das Pflegeheim helfen. Oder? Na, schauen wir mal. Hoffnung steigt. Die Hoffnung steigt mit so einem Pflegeheim. Die Einwohner essen nur die Hälfte. Das ist auch nicht schlecht. Wie viele habe ich denn? 5 Einwohner gerade. Also es ist nicht viel. Oder das Wirtshaus. Die Hoffnung steigt leicht an. Sind weniger unzufrieden. Dann machen wir das Wirtshaus. Das ist, glaube ich, gerade besser für die aktuelle Situation. Und ja, da habe ich keinen Platz mehr. Das muss ich also hier oben hinbauen. Hier. Irgendwo ist Randale. Hier ist ein bisschen Randale. Unglaublich. Nächste Forschung. Was können wir noch forschen? Jetzt geht es erstmal wieder um eine Stufe nach unten. Das können wir an sich ja schon überleben. Oh, ist das schwierig. Speisehaus, Wärmedämmung, Heizkörpereffizienz, Generatoreffizienz wäre vielleicht keine blöde Idee. Oder automatisches Prototyping. Ja, machen wir das. Höchste Forschungsstufe. Was haben wir hier? Ein Lynchmob. Captain, eine wütende Menge hat sich versammelt. Sie sind wegen Lord Gravens Ankunft außer sich. Sie wollen seinen Kopf. Er soll dafür bezahlen, was er unseren Leuten angetan hat. Er wollte unseren Tod. Und Tod soll er bekommen. Ich kann sie nicht aufhalten. Ich habe nicht die Glaubenshüter gewählt, gerade eben in dem Gesetz. Sonst wäre es wohl definitiv noch möglich gewesen. Jetzt kann ich aber nichts anderes machen, als dabei zusehen, wie Sir Lord Graven lynchen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht, war echt nicht so vorgesehen. Aber ich konnte auch nichts machen. Mir haben die Leute gefehlt, um was dagegen zu machen. So, Stahl, Dampfzentrum. Ich brauche Stahl, um das Dampfzentrum zu betreiben. Wir haben weiteren Automaton fertig. So, Lord Graven ist tot. Captain! Lord Graven wurde von der wütenden Menge gehängt. Er hat bis zum Schluss keine Reue gezeigt. Ich würde alles tun, um meinen Leuten zu helfen. Und seine letzten Worte. Du würdest an meiner Stelle das gleiche tun. Du tust es ja sogar bereits. Mach dir nichts vor. So, Neuankömmlinge sind jetzt auch hier. Lords in Lumpen. Die hungernden Lords haben die Stadt betreten. Unsere Einwohner sind nicht erfreut über ihre Ankunft. Die Lords dagegen sind überglücklich. Vielen Dank, liebe Leute. Wir wären verdammt gewesen, wenn ihr uns nicht hereingelassen habt, hättet. So, das Wirtshaus nehmen wir jetzt hier mal in Betrieb. Und spendieren. Einmal, das kostet... Was kostest du eigentlich die Stunde? Ich glaube immer eins, gell? Allerdings hat das Wirtshaus nicht lange offen, also kann ich das auch einfach dann betreiben, wenn ich es brauche. Oh, mal gucken. Von 19 bis 23:30 Uhr hat es einfach nur offen. Vielleicht kann ich es auch einfach nur so lange betreiben, die Heizung, wie ich es brauche. Ah, die Unzufriedenheit. Ah, ich muss die Heizung anlassen, sonst wird das nichts mit der Unzufriedenheit. 3 Tage, 11 Stunden noch. Einen Tag lang Anführer, das schaffe ich auf jeden Fall, ist kein Problem. Ich habe jetzt übrigens einen Automatone, der recht nichts zu tun hätte. Was mache ich denn mit dem? Das ist eine gute Frage. Ich könnte jetzt nichts machen, denn mir fehlen die Ressourcen, also mache ich auch nichts. Dann bleibt er halt einfach da rum. Ich habe jetzt 169 Obdachlose. Viele, viele Kranke natürlich wieder. Ich könnte jetzt leider noch nicht, aber ich werde es in Erwägung ziehen, das neue Triage-Gesetz dann auch noch einmal durchziehen. Was haben wir hier? Streit im Speisehaus. Captain, ein Lord streitet sich mit einigen unserer Einwohner. Sie sagen, dass er sich vordrängen wollte.
Er ist der Meinung, dass seine adlige Abstammung ihm das Recht gibt, als Erster bedient zu werden. Das sehe ich leider überhaupt nicht. Tut mir leid. Hier sind jetzt alle gleich. Und darum unterstützt unsere Einwohner. Der Lord wird dabei aber verletzt. Aber für unsere Einwohner ist das das... Also, komm. In solchen Zeiten gibt es eine adlige Abstammung nicht mehr. Das ist vorbei. Wir leben in einer... In einer globalen Eiszeit. Warum seid ihr eigentlich hier? Ihr solltet doch zum Radiomasten gehen. Nun ja. Was ich sagen wollte, in dieser schweren Zeit, in dieser heftigen Eiszeit gibt es keine adlige Abstammung mehr. Das sind einfach alle gleich. Da hat der Adel überhaupt nichts mehr zu melden. Und auch die Einwohner müssen sich daran gewöhnen, dass der Adel halt auch nicht mehr oben steht und... Also es sind wirklich alle auf einer Ebene, das müssen sie alle lernen. Nicht nur Adligen, auch die Unteren, die Nicht-Adligen, die haben ja auch so ein bisschen ihre Macken dabei. Aber das ist halt einfach, alles sind jetzt gleich und es geht auch dafür, dass die Lords, dass man sich auch um die kümmert, denn es sind jetzt alle gleich. Ist halt jetzt so. Ja. So, wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Ich habe mir schon fast gedacht, dass es noch eine weitere Folge wird. 3 Tage, 7 Stunden haben wir noch. Sieht an sich ganz gut aus. Die Hoffnung ist auf jeden Fall schon mal sehr weit oben. Ich denke, wenn die Festpredigt hier möglich ist, werden wir die Hoffnung auf jeden Fall sehr weit nach oben bringen. Und mit der Unzufriedenheit, ja, das wird schon noch 2 unbeliebte Entscheidungen. Das sind natürlich die gewesen, dass wir die Lords aufgenommen haben und eine Triage, die wir durchgeführt haben, die ist auch nicht so gut angekommen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen steht dem Ziel nichts im Wege, in 3 Tagen das Ganze hier mit nach Hause zu nehmen. Die Festpredigt hat 4 Tage Abklingzeit. Aber allein, wie gesagt, die Abendgebete und die Predigt werden uns da wirklich sehr, sehr helfen, denke ich. Gut, also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!